Er kann sich an damals erinnern. Na, das Rhythm Game war tatsächlich, das war sehr lustig, ne? Weil ich habe da Scherze gemacht, wie einfach Rhythm ist. Und dann habe ich letztens ein 1v9 Rhythm Game gespielt. Da war sehr, sehr, das war beim A-Z-Projekt. Das war richtig lustig, Ich habe die ganze Zeit mich über Rhythm-Spieler lustig gemacht und dann war das halt wirklich ein Game, wo ich komplett carryen konnte. Sazira, danke dir für den Support. Der Grund war da natürlich aber, dass die Gegner halt, die Gegner haben hier so, also ich habe gegen Illaoi gelaned und mein Team hat mir sehr geholfen. Haben wir Driven eigentlich so viel ges wenig gespielt in High Elo? Das ist ein reiner OTP-Check. Oh nein, das wird nicht gedodged. Scheiße. Okay, ich bin Rengar, Leute. Jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Das wird super. Das wird wirklich super. Die Gegner haben einen autofilten Top-Laner, der ein Support-Man ist. Okay, und sie haben einen Draven-OTP. Ich glaube, Wukong ist sehr schlecht für uns, ne? Wenn ich das richtig weiß. Okay, mit Rengar, was ist die Route mit Rengar zurzeit? Okay, vielleicht gehe ich einfach Sunfire Cave Rush. Was meint ihr? Kleiner Sunfire Cave Rush? Will mit LOL anfangen. Hast du Tipps? Na, also das Beste für dich ist immer, wenn du Leute hast, die League schon spielen, die dich ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen können, die ein bisschen was beibringen können. Dann ist es wichtig, dass du am Anfang halt ein bisschen Champions dir anschaust, ne? Gefühl für die Champions kriegst, fürs Game. Nicht entmutigen lassen, wenn es nicht klappt. Die meisten Leute, die das Spiel spielen, haben einfach schon sehr viel Vorerfahrungen, ne? Und dann kannst du anfangen, einen Champion für dich zu finden, der dir vielleicht besonders Spaß macht und besonders gefällt. Und dann würde ich dir empfehlen, dass du nur noch diesen einen Champion spielst und keinen anderen mehr. Das ist, was ich dir empfehlen würde. Du spielst dann nur noch einen einzigen Champion, du trainierst nur noch einen einzigen Champion. Also die Laden werden mich, ne? Ist er da reingelaufen? Unser Jungle wird genommen. Das wird sehr, sehr bitter jetzt für uns. Eigentlich müsste ich direkt zu seinem Red gehen. Das ist halt super risky da. Wenn der da hinläuft, dann ist es terrible. Wir müssen jetzt darauf achten, ob er über die Mitte gleich hierher läuft. Der Wu. Jetzt muss man natürlich. Kann ich seinen Blue? Ich kann doch jetzt seinen Blue invaden, weil er nimmt meine Botcamps, ja. Dann invade ich doch jetzt seinen Blue. Dann habe ich sogar triple buffed. Ist wahrscheinlich trotzdem nicht worth it, aber. Nice. Da ist unser Team überall tot. Ja, das scheint das hier zu nehmen. Ist das hier? Nothing will escape.
Ja, das hier ist auf jeden Fall weg, ne? Wir können jetzt unsere Crux nehmen hier. Jetzt halt die Frage, wo können wir hier Ganks finden? Wo können wir hier Counterplay finden? Wir müssen jetzt halt irgendwas machen, ne? Das ist das Wichtigste hier. Aber wo können wir was machen? Und was baut man auf Rengar eigentlich? Duskblade Rush, ne? Ist das. Warum Duskblade doch? Ich weiß nicht so ganz. Ich glaube, das Beste, wo wir ganken können, wäre Bot, aber die sind jetzt schon so behind. Oh, wow. Okay. Wir können auch einfach super duper hart farmen, nehme ich an. Chillen und hart farmen ist auch okay. Sehr effizienten Clear hier am Start, weil die Botwave sieht nicht gut aus. Das hier, wir haben zwei Smites gerade. Okay, ich muss jetzt einmal resetten und dann sollten wir danach probieren, irgendwo was zu machen. Alle Lanes sehen irgendwie sehr, sehr unattraktiv aus, allerdings. Ich weiß nicht so recht, wo man jetzt hier ganken würde in so einem Game. Wir können zu unserem Red Buff. Wait, warum steht da 1,30? Aber der hat oben schon diese Anzeige, hä? Geht die nicht erst bei einer Minute? Achso, das ist der Gegner, ich bin ein Idiot. Langsam move. Das sieht jetzt initial nicht so gut aus, ja. Ja, das war jetzt natürlich große Kacke, ne? Wir werden jetzt auch mal einen Blue Buff bekommen da. Oder den Drake können sie auch nehmen. Boah, ich bin so weak, ey. Fuck, ich bin ja so weak. Warum sind andere Ringer-Spieler immer so stark im Early Game? Was ist das hier? Der hat echt schon mal einen Blue abgebrochen, ne? Ich kann halt nicht wirklich, dadurch, dass die mich halt gecheased haben im Early, ist halt meine Route immer so ein bisschen fucked. Ich bin immer ein bisschen zu langsam. Ich weiß, dass das frustrierend ist, aber ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll, weil die mich halt so gecheased haben im Early. Okay. Ich glaube, unser Team ist nicht so zufrieden mit unserer Performance bis jetzt. Was mache ich denn hier in diesem Game? Ein Permanent Invader? Die Karte brennt. Der Wukong ist 5-0 und kann uns überall one-tappen. Okay. Keinerlei Counterplay. Das ja. Jungle Diff for sure. Nee, jetzt schon ein Jungle Diff. Ich weiß halt nicht, was ich hätte machen sollen. Wir haben halt auf keiner Lane außer Bot Setup.
und die haben mich gecheese invaded, also kann er zuerst Bot sein, weißt du? Das ist halt so, was soll ich jetzt, was würde ich jetzt dagegen machen können? Das fühlt sich halt schon sehr blöd an, weißt du, was machst du da in so einem Game? Und dann war er zuerst Bot und dann kriegt der Bot halt der Free Kills gekriegt, weil die halt gefightet haben. Oh, sick, dass die da Kills kriegen. Nice, good job, Team. Das ist huge. Well done. Oh, noch was? War nichts mehr, ne? Waste einfach noch meine Ult wieder. Ich glaube nicht, dass ich da was machen kann. Dass der da um die Ecke steht und wartet. Das ist echt ein schweres Game, um Ränger zu sein gerade. So behind us. Wo kann ich hier irgendwo was machen? Ich meine, eigentlich müsste ich einfach mal Botlane stehen, glaube ich. Will ich mal den Herald traden, weil die da Zoe kommt schon hoch. Kommt der Aphelios Mark durch? Naja, ich meine, ich kann halt, ich finde halt überhaupt keinen Anschluss hier in dem Game. Also ich bin ja wirklich völlig nutzlos. Na, seht ihr, die waren schon oben. Das heißt, wenn ich da versucht hätte, den Links zu nehmen. Auch wieder meine Botzeit invaden. Cool, cool, cool. Ich werde einfach stehen und letztlich von dem töten, damit er mich danach wieder flamen kann. Cool, 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 cool. Mein gesamter Jungle ist geworden und die patrouillieren dort zu dritt rum. Wir können vielleicht später noch was machen, mal schauen. Ich sollte nicht Can Win Relax schreiben, befürchte ich. Ich glaube, die Leute sind sehr angefressen. Meint ich kann den Herald, oder sollte den Herald probieren? Nirgends Vision. Bei dem oben vielleicht? Für die erste Kill Participation, Leute. Ein Ward geklärt, I guess. Auch da nicht helfen. Das ist so awkward, was mache ich denn hier? Holy shit, was soll ich denn nur machen? Da können wir nicht helfen, vielleicht können wir unten für den Draven gehen, alle zusammen. Okay, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ja. Den zu 10? Ja! Yeah, we got him, guys. Jetzt können wir unten ein bisschen rein. Max mal, wie oder ihr als zweites, ne? Das ist mir jetzt wichtig zu wissen. Wahrscheinlich eh für mehr Burst, ne? Wir werden jetzt Herald bekommen. Okay. Wir können super viel hier nehmen. Kong ist oben. Ja, bin jetzt ein big, big boy. Na, Anneke ist natürlich Level 5.
Die werden Bot-Turret hier kriegen, for free. Ja, wir kriegen direkt Bounties rein. Okay, was bauen wir als nächstes? Ist den ganzen Tür da auch noch? Okay, da war ein Control Ward. Das ist nicht gut, nicht optimal. Dann sollen wir jetzt einmal basen kommen. Und dann können wir dieses Game bestimmt noch gewinnen. Ich bin actually nicht so schwach, würde ich behaupten. Ich würde behaupten, ich bin nicht mal so schwach. Warum Proxy farmen die Gegner uns? Ich will den Drake hier schnell machen. Gut, no. Moment, ich kann vielleicht den Dings hier one-hitten. Steht da noch um die Ecke, so wie es aussieht. Der ja, Wukong ist noch da. Ich probiere das einfach. Das ist sehr, sehr risky, ne? Aber wenn das klappt, ist so huge. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben den Drake. Ich muss irgendwann noch den Reset finden. Wir haben den Drake, wir haben die Shutdowns. Wir haben den Tilten Aphelios. Puh. Ich muss halt dieser Reset, ne? Wie lange ich den jetzt schon gestaffelt habe, das ist natürlich nicht gut. Es ist nicht leicht, einen zu finden hier, weil immer irgendwas zu tun ist. Jetzt nehmen wir ihn uns. Okay, dann haben wir jetzt eine volle Desk. Jetzt ist die Frage, welche Boots man baut auf Rengar. Will man jetzt hier Tabis gehen? Ja, ne? Und dann als nächstes wahrscheinlich einfach Yomos bauen. Okay. Wir sind jetzt um einiges stärker geworden. Ja. Die Gegner sind auch sehr anfällig für unseren Burst. Alle von denen. Okay. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier Mitte zusammen defenden, wenn es geht. In 8 Sekunden kann ich ulten. Ja, das ist wahrscheinlich. In 8 Sekunden ist das wahrscheinlich alles gone schon. Und vielleicht gehen sie für den Nexus, dann können wir reingehen von hinten. Das könnte sein, dass die hier gewardet haben, aber. Also, da Aphelios respawnt jetzt hier und wir sind alle bereit. Das ist eine klasse Ult, ne? Okay, good shit. Sehr, sehr gut. Und jetzt können wir einfach farmen hinten. Wir haben 3 für 1 gekriegt da. Ich bin auch in einer sehr, sehr guten Position jetzt, ne? Ich bin actually sehr stark. Man muss aufpassen, dass der Wukong jetzt hier nicht einen Fender macht. Mhm.
Wir haben Cleanse benutzt, oder? Ich könnte tatsächlich die Zoe one-hitten, ne? War nicht so, not too shabby. Mein Damage ist ganz gut. Immer noch Zeit, bis der Nash spawnt. Immer in einer Minute. Oh mein Gott, das ist actually auch gut, ja, ne? Top ist eine große Wave. Relativ bald Level 11, ja. Da war nicht so gut. Wir dürfen halt den Inhib oben auf gar keinen Fall verlieren. Das ist natürlich sehr, sehr bitter jetzt gewesen. Oh, die Zoe ist allein, oder? Ich bin natürlich völlig nutzlos bis zu meiner nächsten Ult. War das richtig, dass ich da erst mein Dings gehalten habe? Mein empowerten Spell? Bis ich, ich habe den absichtlich gehalten, falls ich das empowerte W brauche. Warte, Game, ne? Kann ja nicht aufhalten da hinten. Schade. GG well played. GG well played. Ich meine, wir standen 3-3-3, aber ich habe halt sehr wenig gemacht in dem Game. Ne? Der Wukong, da müsste man sich jetzt halt angucken, was im Early Game, was man da hätte machen können in dem Spiel. Weil ich war nicht mehr so schwach am Ende, ne? Aber es ist halt einfach das Problem, dass der Wukong konnte durch den Cheese Invade, konnte der direkt Botlane gehen. Und ich leider nicht, ne? Ich konnte leider nicht Botlane gehen. Und er hat seine Botlane halt so hart snowballen können in dem Game. Und meine Botlane war dann sehr, also zumindest der Aphelios war sehr, sehr tilted und da war es so schwierig zurückzukommen.